Hallo und willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir sind immer noch unterwegs auf Parsana. Ich kann Allerdings überall jetzt hier hinkriechen. in den Ebenen von Parsana. Letzte Folge hatten wir das Scheint, verbotene als wärt ihr Tal bereit für die abgeschlossen. Fahrt. Nein, wäre ich nicht. Letzte Folge hatten wir das verbotene Tal gemacht. Da haben wir auch alles geschafft, haben auch ein bisschen gefailt bei dem einen Rätsel. Mal gucken, wie ich das schneide, weiß ich aktuell noch nicht. Jetzt sind wir in den Ebenen, die fehlen uns 12 Steine, zwei Charaktere und zwei Raumschiffe. Also einiges, was wir hier noch holen müssen. Wir fangen erstmal an mit dem Hinweis hier. No, no, no. Ah. Nein, 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 der leuchtende Stein da oben hat nichts mit dem Fest zu tun. Wir haften nicht für Verletzungen beim Versuch, an ihn ranzukommen. Ich bin zwar schon weg vom Fest, aber egal. Ja, ich gehe von aus, wir müssen wieder Seilbahn fliegen. Oh, warte mal, Seilbahn fahren? Oh, da komme ich aber nicht hin. Oder doch? Lass mich jetzt mal probieren. Ah, doch. Ich verstehe echt nicht, warum dieses Springen nicht reagiert. Wow, das war knapp. Ui. Talfahrt. Zurückfahren kann ich natürlich nicht. Das täuscht von unten. Das sieht so aus, als ob das in die andere Richtung geht, das Seil. Was geht tatsächlich dahin? Und die 937 bzw. 938 ist damit unser Besitz. Schauen wir weiter. Wo geht's hier noch hin? Raumschiff. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Quest was zu tun hat. Wenn nicht, dann könnten wir uns das auch holen. Ich sage dir, was ich auch dem letzten Typen gesagt habe. Ich gehe nicht mit Fremden in eine Höhle, nur weil dort angeblich ein total cooler Rave steigt. Meine Liebe zu lauter Musik und wilden Partys hat mich schon in mehr als eine Falle geführt. Das passiert mir nicht nochmal. Lass mich in Ruhe. Okay, wenn du das so meinst. Schauen wir nochmal hier nach. Na, wo ist es da oben drauf, ne? Das ist bestimmt hier dieses Schiff, ne? Kannt aus Episode 9, genau. So, was haben wir denn jetzt hier? Wird wohl nicht das Schiff sein, oder? Nö. Und da war jetzt hier gar nichts drin? Ach nee, doch, wir können das aufbauen. Jetzt können wir für Boba die Kiste aufziehen. Oh, und da ist das Schiff einfach drin. Okay. Und zwar ist es relativ einfach gewesen, welches es ist. Gucken wir. Ballast begutachten. Entschuldigung, Ahsoka, ich habe die falsche Taste erwischt. Die Ghost! Das ist übrigens das Schiff aus Rebels. Das kennt man da auf jeden Fall her. Ich weiß nicht, ob man schaut, hier noch was ist. Ah, wir müssen da in die Mitte, glaube ich, ne? Warte mal, ist da irgendwas? Ja, da ist ein Stein. Okay, dann holen wir uns mal ganz kurz. Holen wir uns mal den Typen diesmal. Okay. Bevor man da wahrscheinlich auch rüberfliegen könnte mit ein bisschen Trickserei. Oh! An den Gleiter glauben. Fliegen wir gleich nochmal. Ey, jetzt ist der Gleiter weg. Warum das denn jetzt? Och, Leute, leckt mich doch am Arsch, ey. Und ich wollte eh nochmal raus. Da geht's nicht raus. Wo geht's denn hier raus? Da, ne? Ja. Kann ich jetzt eigentlich auch hier runterfallen? Tatsächlich. Also das ist eine geile Idee, dass man hier so runterfallen kann. Dass man da nicht stirbt, sondern dass man da einfach in der Höhle landet. Das ist sehr, sehr geil. Die Idee gefällt mir. Und sehr interessant, dass der Stein überhaupt angezeigt wurde. Okay, hier an der Seite ist noch irgendwo eine. Okay, ist da einfach nur fies versteckt? Ja, sieht so aus. Ja, verborgen der Vorsprung. Ja, ich wollte eigentlich nach oben, aber mal wieder wollte er nicht springen. 940 haben wir damit. Also wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende. Hier in die Richtung geht es ja auch noch ein bisschen weiter, da gehen wir auch nochmal hin. Es scheint aber auch hier so, dass wir relativ schnell durchkommen. Also da haben wir auf den ersten Planeten deutlich länger gebraucht. Okay, ist auch noch ein Stein, wer jetzt gedacht. Ja. Ich natürlich. Was haben wir hier? Gut.
Sowas wäre auch mal geil, wenn es hier so versteckte Räume geben würde. Wenn da muss jetzt natürlich nicht unbedingt was drin sein, aber irgendwie so von der Karte her sieht das so aus, ob man da rein kann. Mal so durch die Wand durchgehen könnte, das wäre mal eine geile Idee. Und was ist das da für eine Höhle? Ist das die gleiche? Ja, das ist alles das gleiche, okay. Okay, da oben müssen wir hin. Ist einfach nur darin versteckt. Ja. Wüstenwunder. Okay. Okay, jetzt müssen wir nochmal in die Richtung. Hier geht es nämlich auch nochmal ein ganz schönes Stück weiter. Das haben wir nämlich vorher noch gar nicht gesehen gehabt. Da habe ich jetzt nochmal Gonki dafür. Der ist nämlich ein bisschen schneller beim Laufen. Was bist du denn hier für ein Viech? Oh, ist das niedlich. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber es sieht sau süß aus. Sieht aus wie ein Hase oder so. Soll bestimmt irgendein Viech darstellen, was man kennt, aber ich kenne es jetzt so direkt nicht. Also mir sagt zumindest nichts. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal da so unkommentiert stehen. So, hier waren wir nämlich noch nicht. Da oben ist nämlich auch noch ein Stein, der scheint relativ einfach zu sein. Ich überlege gerade, ob ich da nicht einfach so hoch kann. Nein, weil man darauf nicht stehen kann, obwohl das ein Vorsprung ist. Okay, dann machen wir es eben so, wie es gedacht ist. War ja ein Versuch wert. Nein. Wir springen da hoch. So, jawohl. Vor deiner Nase. Was die Nase damit zu tun hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Was war davor? Jetzt haben wir noch was zum kaputt machen. Und was zum Durchfliegen anscheinend. Ja, gerade schon meine Nase, mir juckt gerade voll die Nase. Wir nehmen jetzt hier gerade im frühen Sommer auf, also im Frühling eigentlich noch. Also wieder so typische Allergiezeit. Ich weiß, da fangen jetzt wieder direkt alle an hier mit, könnte ja Corona sein. Nein, es ist eine Allergie, das weiß ich auch. Ich hatte nämlich tatsächlich so eine Grasallergie. Ich habe das Gefühl, dass die auch gefühlt jedes Jahr teller wird. Was ist das hier für ein Viech? Warum rennt man das hinterher? Warum ich nicht bei dem Fest bin? Ich besuche es später. Erstmal muss ich aufpassen, dass keine Fremden in den sinkenden Feldern versinken. Manche glauben, dass in den Höhlen unter diesen Erde Schätze liegen und lassen sich absichtlich vom Sand verschlucken, um sie zu suchen. Während also Sprichwort der Aki Aki schon sagt, die sind voll plemplem. Okay, die Versenkung der Akrobaten haben wir vorhin mit freigeschaltet. So, ich gehe nur oben drüber. Oh scheiße, ich brauche Ahsoka dafür. Ja, ich will es gar nicht erst probieren, was passiert, wenn ich jetzt da reinfalle. Wahrscheinlich lande ich auch wieder unten in der Höhle. Weil, wer baut das denn hier so? Sehr interessanter Zufall sein. Was ist das hier? Ich leg's jetzt mal da hinten hin. Achso, ich brauche es dafür. Ich brauche die Stange, die muss ich hier reinsetzen, weil ich sonst nämlich gar nicht rüberkomme. Bis dass man fast nicht selbst steuern muss, weil die automatisch da schon hinfliegt. Ja, du sollst die Kiste nehmen, du sollst hier die Stange nehmen. Ja, ich sehe einfach mal gar nichts. Danke, Kamera. Da unten kann ich nicht hin, ne? Nee. Hey, was war Gonki denn da? Bist du sicher, dass das Gefährt des Obersten anführt? Verschwindet von hier! Sie versuchen, das Schiff des obersten Anführers zu finden. Oh, Kisten. 10 Stück brauchen wir. Aber erstmal brauchen wir mal Imperialen hier. So. So. Oh, da ist das Schiff anscheinend. Die Versenkung der Akrobaten. Und wir haben damit Kylo Ren's TIE Whisper gefunden. Muss wohl den ganzen Tag damit flüstern. Hier oben ist auch was versteckt, ne? Sieht so aus wie Eingänge, aber hier sind keine. Guck mal auf die Karte da oben. Das sieht so aus, als ob hier, wo ich gerade hingucke, ein Eingang ist. Von der Karte her. Also, irgendwo muss ich allgemein aber irgendwo hoch. Da oben ist es. Ja, da ist ein Stein da hinten in dem
Vaporator oben drauf. Okay, jetzt mache ich hier die Kiste kaputt. Und stell die Kiste dahin. Hey, Boba, wie bist du denn näher gekommen? Ja, vielleicht soll ich die Kiste auch ein bisschen dichter ranstellen und nicht 2 Kilometer daneben. Und dann wollte ich auch mal ein bisschen meine Sprungtechnik ein bisschen verbessern. Ja. Elektrosieb besteigen. Ach guck mal, hier wäre so noch eine Kiste gewesen. Wusste ich nicht, dass da noch eine ist. Aber ist auch egal. Da kommt ja auch mit einer hoch. Also. Da musst du entweder gegenschießen oder mit der Macht kaputt machen. Das da oben wahrscheinlich auch, ne? Oder komme ich da irgendwie hoch? Doch, komme ich. Ist gar nicht mal so leicht, hier hochzukommen. Och nee, ne? Jetzt ist hier eine unsichtbare Wand oder was? Och, leck mich doch am Arsch. Da mach ich halt mit Boba kaputt. Der Macht komme ich da nämlich nicht ran. Jetzt gucken wir kurz auf die Map. Okay, die Dinger sind alle hier in dem Bereich. Aber wie Boba hier auch rübergekommen ist, weiß ich immer noch nicht. Da oben ist das Ding. Oh, die Karte bist du echt aufgeschmissen. Hier ist noch eine Kiste. So, jetzt haben wir uns noch 2. Eine ist irgendwo da oben. Ah, ätzend. Okay, hier sterbe ich tatsächlich. Ach, hey, warte, wo ist denn das Ding? Da oben drauf oder was, wie soll ich denn da rankommen? Ich sehe nichts. Soll ich jetzt wirklich hier hochglitschen oder was? Das geht doch fast, geht doch gar nicht. Sehe ich nicht hochglitschen. Zumindest nicht so. Na, hier vielleicht. Och nee, oder jetzt ist hier eine unsichtbare Wand. Oder ich könnte echt kotzen bei diesen Entwicklern teilweise. Warum? Wieso ist da jetzt eine unsichtbare Wand? Ich muss doch irgendwie an diese blöde Kiste rankommen. Warum baut man unsichtbare Wände ins Spiel? Nein, ich verstehe es nach wie vor nicht. Es ist einfach nur unnötig. So, komme ich vielleicht von hier aus daran? Die ist wirklich ganz da oben drauf? Ja, ich habe sie gekriegt. Gut. Okay, die nächste scheint da vorne zu sein. Komme ich auch irgendwie am Rand vorbei? Und da könnte ich hin. Ist das jetzt euer Ernst? Bauen die selbst hier eine Wand hin oder was? Warum? Warum? Warum ist da jetzt eine Wand? Das hat überhaupt keinen Sinn. Besonders, dass ich jetzt hier nicht versunken bin. Wo hier auch eine Tür angezeigt wird, aber keine Ahnung, wo es jetzt hier ist. Erstmal Ordnung machen, ja. Hier oben ist auch noch ein Stein. Muss ich auch wieder irgendwie. Ah, wahrscheinlich mit dem Trampolin hier. Ich habe Boba für. Und der ist jetzt hier weg. Ah, ne, da hinten ist er wieder. Wie ist der jetzt hier rübergekommen? Ah, hier. Perfekt. So. Dünengleiter. So, was haben wir jetzt hier noch? Also hier scheint erstmal gar nichts mehr zu sein. Da hinten ist noch. Ist da noch was? Nee. Ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal runter in den Sumpf. Und tot.
Was, ich kann hier nicht versinken? Da wird so eine Tür angezeigt. Hier kann ich versinken, okay. Kommt es eigentlich darauf an, wo ich versinke? Die Höhle nämlich deutlich kleiner ist als... Ja. Boah, ich kann da nicht mal richtig ranzoomen. Wie heißt das Ding? Die Höhle der Wessis? Die Wexis. Ich dachte schon, der Wessis. So, hier ist ein Stein, den wir so nicht direkt kriegen können. Ah, was haben wir denn da oben? Ah, okay, den Stein haben wir schon mal. Zumindest fast. Komm, blind hier runterspringen, jawohl. Schön schwierig, aber das fand ich jetzt nicht so schwierig. Okay, aber die Steine hier sind jetzt relativ einfach. Ja, okay. Von der Sorte hier. Ja. Sehr sandiger Silberschatz. Hier muss ich irgendwie eine Ebene hoch. Ah, das war die Stelle, wo ich in der Story so verkackt habe. Ich erinnere mich. Was machst du denn da, Buba? Ernsthaft, warum musst du jetzt da runterfallen? Genau, da sollst du drauf landen. Genau, und dann würde ich jetzt hier... Hier sind keine Benutzer der Macht, oder? Mit der Macht kann man jeden Droiden locker über Abgründe befördern und in die Luft heben. Aber nicht mich. Ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Na, wenn du das so sagst... Hey, Azoka, wie bist du denn hochgekommen? Warte mal, hier bin ich aber falsch. Ah, nee, warte mal, da. Aha. Jawohl, Gabe aus dem Gang. So, jetzt scheinen wir sogar hier alles zu haben, tatsächlich. Ne, 100%, genau, jetzt kommen wir wieder raus hier. Wow, das ging ja schnell. So, aus der Höhle hier, so. Und hier haben wir fast alles. Jetzt gucken wir uns mal auf die Karte. Ein Stein fehlt uns noch. Wahrscheinlich wird dazu in einer Quest zusammengehören. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.